Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde. Unsere heutige Etappe führt uns von Tavis über Cisaforte und dem schönen kleinen Ort Venzone nach Cremona. Nachdem wir uns im Hotel Havel in Tavis an diesem tollen Frühstücksbuffet gestärkt haben, geht es direkt auf diesen wunderschönen Radweg, dem wir heute den ganzen Tag folgen werden. Entlang dieser faszinierenden Strecke gibt es auch noch viele Relikte aus der guten alten Zeit, wie zum Beispiel dieses Bahnhofsgebäude. Wir fahren auf der alten Bahnstrecke der Pontebana. Das ist eine Eisenbahnstrecke, die vor 150 Jahren angelegt, aber mittlerweile stillgelegt worden ist. Sie ist komplett umgebaut worden zu einem ganz tollen Radweg mit unheimlich vielen Tunneln und Brücken. Und es erwartet uns hier die schönste Strecke auf dem Alpe-Adria-Radweg. Jetzt fahren wir hier durch eine tolle alte Galerie. Einfach super! Es ist so geil, hier auf dieser alten Bahnstrecke zu fahren. Absolut irre, wenn man in diese schwarzen Löcher hineinfährt. Und schwuppdiwupp sind wir schon wieder draußen. Der erste Abschnitt dieser Trasse verläuft übrigens durch das Kanaltal, das die Karnischen Alpen von den Julischen Alpen und den Karawanken trennt. Auf dieser Panoramastraße durchqueren wir heute den ganzen Tag diese imposanten Ostalpen, deren Anblick wir in vollen Zügen genießen.
So, einmal noch über diese fantastische alte Eisenbahnbrücke. Und zwar ein Blick mit unserer Drohne. Und dann sind wir auch schon in Cisaforte. Das ist das bekannteste alte Überbleibsel dieser Bahnstrecke. Der legendäre Bahnhof hat sich zu einem bekannten Radlertreff entwickelt und ein Einkehrstopp ist fast schon ein Muss. Also heißt es für uns auch: Stopp in Cisaforte! Frisch gestärkt geht es nun immer weiter bergab nach Venzone. Zahlreiche Tunnel und Brücken, tolle Aussichten, ich sag's euch, ein Traum. Venzone ist ein geschichtsträchtiger kleiner Ort und zum einen schon uralt. Hier haben sich schon die Kelten und danach die Römer angesiedelt. ...1976 gab es in der Region Friaul ein schweres Erdbeben, dem auch Venzone zum Opfer fiel. Dieser schmucke kleine Ort wurde fast völlig zerstört. Auch der Dom ist eingestürzt und es gab 47 Todesopfer. Aber die Bewohner haben sich nicht unterkriegen lassen. Sie haben alte Fotos gesammelt, es waren über 10.000 Bilder. Und alle Steine, die man gefunden hat, nummeriert. Und anhand von diesen alten Fotos hat man diesen wunderschönen Ort rekonstruiert und wieder aufgebaut. Thank you.
Ja, das war Venzone. Unglaublich, was dieser Ort für eine Geschichte hinter sich hat. Was für eine Katastrophe über diese 2000 Seelengemeinde hereingebrochen ist. Und zu welcher Schönheit dieser kleine Ort wieder errichtet wurde. Wir haben unser Tagesziel, das Hotel Willi in Gemona, erreicht. Dieser Tag war der Wahnsinn. Es war eine Tour für Genießer. Spektakulär und doch total easy. Und wunderschön. Einfach traumhaft. Wir sind bereits startklar. Es liegen rund 76 Kilometer vor uns und es geht von Gemona über Udine nach Schermignano. Wir lassen die Berge hinter uns. Es geht hinaus in die Tiefebene von Friaul. Die landwirtschaftlich geprägte Gegend führt der Weg idyllisch und gemütlich südwärts nach Udine. Ist die Hauptstadt der Provinz Friaul und mit rund 100.000 Einwohnern die zweitgrößte Stadt der Region. Die Großstadt ist gut beschildert, sodass wir im italienischen Autofahrergewimmel gut klarkommen. Nähern wir uns auch schon der Piazza della Libertà. Es ist der älteste und zugleich auch der schönste venezianische Platz Udines aus dem 13. Jahrhundert. Hier befindet sich die Loggia del Lionello aus weißem und rosafarbenem Marmor. Der Uhrturmtore del Loggio, der Arco Bolani, ein Gedenkbogen, der Mitte des 16. Jahrhunderts errichtet wurde, sowie die Statue des Herkules. And last but not least, der obligatorische venezianische Löwe.
Und schon sind wir wieder draußen aus der Stadt und sind schon wieder in ländlichen Gefilden. Ich sag's euch, ganz schön heiß heute. Da tut eine kühle Erfrischung und eine kurze Erholungspause richtig gut. Highlight der Etappe ist sicher die ehemalige Festungsstadt Palma Nova. Durch das historische Stadttor Porta Udinese radeln wir geradewegs auf die Piazza Grande, den großen Platz der mittelalterlichen Stadt. Diese interessante Stadt wurde 1593 von den Venezianern gegründet und sollte einen unerwarteten Angriff der Osmanen aus Italien verhindern. Nun, die Osmanen kamen nie und so ist das historische Palma Nova bis heute erhalten geblieben. Nur noch ein kurzes Stück und wir haben Schermiano, unser heutiges Tagesziel, erreicht. Aber hallo, in meinem Hotel gibt es keine Einzelzimmer. Also nochmal aus Rat und für Holly eine andere Unterkunft suchen.